Die nächste Premiere für Domenico Tedesco als Trainer auf Schalke. Erstmals stellte sich der Coach den Fans im zur Tradition gewordenen Kabinengespräch. Dabei haben königsblaue Anhänger, die sich vorher um einen der begehrten Plätze bewerben müssen, die Chance, zum Beispiel mit dem Trainer in vertrauliche Gespräche zu kommen. Es waren super, super nette Menschen mit super interessanten Fragen. Ich glaube, das war auch eine offene Runde. Und das, was jetzt in der Kabine gesagt wurde, bleibt auch in der Kabine, also zumindest meinerseits. Und natürlich auch von allen anderen Beteiligten. Denn es wurde wirklich offen über Themen diskutiert. Dabei ging es sowohl um taktische Feinheiten, personelle Entwicklungen und Trainingsmethoden. Die Teilnehmer erhielten wirklich einen tiefen Einblick in die Arbeit des Trainers und in die Denke des Menschen Tedesco. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie familiär es abgelaufen ist. Also das Kabinengespräch habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen steifer. Es war sehr gut und der Trainer ist auch sehr gut angekommen, weil er eben sehr locker ist und normal einfach rüberkommt. Warst du etwas überrascht von seiner Offenheit? Ja, auf jeden Fall. Dass er auch die Person immer angeguckt hat, sehr offen immer geantwortet hat und das auch erklärt hat, wenn man es nicht direkt verstanden hat, war beeindruckend und auch sehr authentisch. Die authentische Art des Trainers beeindruckte nicht nur Marvin, sondern jeden in der Kabine. Zumindest war es das, was alle mit nach Hause genommen haben. Ja, ich glaube, das ist das schönste Feedback, was man erhalten kann, weil sie dann auch merken, dass du echt bist, dass das, was du auch vor der Kamera sagst oder auch in den Medien sagst, nicht gelogen ist, sondern dass ich tatsächlich so bin. Und das ist schön. Und so endete nach 90 Minuten ein spannender Austausch zwischen Trainer und Anhängern. Dabei bleibt haften, dass jeder, der an diesem Abend dabei war, die Königsblauen auf einem guten Weg sieht und in Domenico Tedesco einen hervorragenden Steuermann.